Mein Name ist Eli Eibisch. Ich bin Vorstand in einer Biogasgenossenschaft. Wir haben 25 Genossen. Wir versorgen in etwa 3000 Haushalte mit Strom und in etwa 200 Haushalte mit Wärme. Eine Gewinnabschöpfung wäre für uns ein Totschlagkriterium, denn diese höheren Gewinne benötigen wir dringend. Dringend für bessere Substratpreise. Im jetzigen EEG kann ich Getreidepreise je Dezitonne von 14,10 Euro bezahlen. Auf dem Markt werden aber 30 Euro momentan erzielt. Somit ist unsere Biogasgenossenschaft nicht mehr wettbewerbsfähig. Dadurch würden auch die Genossen nicht mehr Substrat an unsere Anlage liefern. Das würde das Aus bedeuten für diese Biogasanlage, das würde auch das Aus bedeuten für diese regionale Wertschöpfung hier vor Ort und diese dezentrale Energiegewinnung. Bitte gebt uns unsere höheren Gewinne. Wir brauchen sie dringendst.